zusammen. Hoi, Rebecca. Du musst dort hinschauen. Du musst nicht wegschauen. Ah, sorry, ich habe nicht extra weggeschaut. Ich habe die Kamera einfach nicht gesehen. Nochmal. Hoi zusammen. Hey, so schön, dass ihr mit uns im Kindergottesdienst seid. Wir sind ja mitten in der Serie von der nächsten Liebe. Und wir fahren heute weiter mit dem Thema hinschauen. Ich komme nicht raus. Also, was soll ich denn anschauen? Das schauen wir nachher an. Aber zuerst wollen wir zusammen singen und tanzen. So wie das letzte Mal. Cool. Wie das Lied von letztes Mal. Das war doch mega cool. Super. Ja, genau. Und dann dazu lernen wir gerade noch was Neues. Cool. Hey, dafür können wir doch gerade zusammen aufstehen. So, jetzt müssen wir uns zuerst ein bisschen auflockern. Alles schütteln. Die Coolen unter euch machen bitte Bora. Und die mega gerne tanzen, ihr wisst schon, wie es läuft. Ein bewegen. Jetzt hier. Könnt ihr das? Eins, zwei. Dann nehmen wir schon ein Lächeln. Jetzt machen wir unsere Ruhe. Wir sagen Jesus. Wir sagen Lauf. Jesus, Lauf. Jesus, Lauf. Und ein bisschen tanzen. Wir sagen Jesus, lauf! Jesus, lauf! Die, op, die wollen können, mitmachen. Cool. Ich kann sie. Wie Jesus für alle Menschen, wo ich triff, so bin ich ein Vorbild, wie was ich sag und tue. Ich sag bitte, danke, Jesus, lieb dich. Wie Jesus für all Menschen, für all Menschen. Wo ich triff, so bin ich, so bin ich. Ein Vorbild, ein Vorbild. Wie was ich sag, wie was ich sag und tue. Ich sag bitte, danke Jesus, lieb dich. Jetzt dürft ihr gerade wieder anhucken. Hey, das Lied ist echt cool. Gell? Jesus ist so ein gutes Vorbild für uns. Mm. Ich würde sagen, wir beten doch jetzt gerade noch zusammen. Ja, finde ich super. Jesus, danke, dass du so ein gutes Vorbild für uns bist. Danke, dass du bei uns bist, bei jedem daheim, aber auch bei mir und der Deborah. Danke, liebst du uns und möchtest du uns heute etwas beibringen. Amen. Amen. Hey, es gibt ein Spiel, das genau zu dem Hinschauen und Wegschauen passt. Ah, wirklich? Warte mal schnell. Nein, welches dann? Ich sehe etwas, was du nicht siehst. Ah, ja, gut. Das kenne ich. Aber also, ich fange gerade an. Okay. Und ihr daheim dürft natürlich auch miträtseln. Ich sehe etwas, was ihr nicht seht, und das ist rot. Wow, wirklich. Eine Aufschrift, oder? Ja, richtig. Das war aber echt zu einfach. Ich bin dran. Okay. Ich sehe etwas, was du nicht siehst. Hm. Und das ist. Braun. Ich finde nichts. Gehst du auf? Ja. Aber dann habe ich gewonnen. Ja, ist okay. Okay. Dann muss ich dir sagen. Also, schau mal hinterher.
Der Gorilla. Oh nein! Den habe ich aber voll nicht gesehen, du. Ja komm, easy, auch egal. Ja, du hast eben nicht richtig hingeschaut. Aha. Und das führt uns nämlich zum heutigen Thema. Hinschauen. Manchmal sehen wir Sachen einfach nicht. Aber es kommt eben auch vor, dass wir extra wegschauen, um etwas eben nicht zu sehen. Und dazu zeigen wir euch jetzt ein Video von einer Geschichte, die Jesus erzählt. Sind ihr bereit? Es geht ganz schnell, darum passt gut auf. Video ab. Habt ihr die Geschichte erkannt? Okay, wir haben sie ein bisschen abgeändert. Aber einige haben es vielleicht erkannt. Es ist die Geschichte vom barmherzigen Samariter. Ich kenne die Geschichte. Aber was barmherzig und was Samariter bedeutet, das habe ich nie verstanden. Wisst ihr, was das bedeutet? Zu der Zeit von Jesus hat es ein Volk gegeben. Die haben eben Samariter geheissen. Die haben gerade neben den Juden gelebt. Die Juden hatten Samariter aber nicht so gerne. Okay. Die Samariter haben irgendwie auch an Gott geglaubt, aber etwas anders. Sie haben die Sachen so etwas verdreht. Und darum sind sie von den Juden etwas gemobbt worden. Der Verletzte am Boden war eben ein Jude. Darum ist es so erstaunlich, dass genau ein Samariter geholfen hat. Und barmherzig ist jemand, der eben sieht, wenn jemand leidet und dann so fest mitfühlt, dass er ihm dann auch hilft. Also man kann sagen, ein mitfühlender, liebevoller, hilfsbereiter Mensch, der eben nicht den bequemen Weg wählt, sondern den barmherzigen. Okay. Und so war in unserer Geschichte ein Samariter. Mitfühlend, liebevoll und hilfsbereit. Eben barmherzig. Ah, warte, in diesem Fall ist der barmherzige Samariter wie Jesus. Oder Jesus ist wie der barmherzige Samariter. Ja, das kann man genau so sagen. Weil Jesus ist ja gekommen für uns Menschen. Für uns, die vielleicht nicht eine körperliche Verletzung haben, aber unser Herz ist oft ein bisschen kaputt. Also mein Herz ist nicht kaputt. Schau doch mal, ist doch alles gut? Ich meine auch nicht das richtige Herz, das, was in uns schlägt. Mit Herz meine ich unsere Seele, das, was in uns hinein abgeht. Unsere Gedanken und unsere Gefühle. Zum Beispiel fühlen wir uns manchmal traurig, alleine, manchmal hässig und gestresst. Und das sind wie Risse und Löcher in unserem Herz. Und Jesus ist gekommen, um uns frei zu machen von all dem. Er ist gekommen, um dich zu heilen. Er hat uns sozusagen aufgeholfen. Er hat uns geheilt und uns ein neues, gesundes Leben geschenkt. Auch wenn Jesus nicht mehr als sichtbare Person lebt, lebt er trotzdem weiter als unsichtbare Person. Er ist unser Freund und ist immer, immer bei uns. Er sieht auch, wenn du hässig bist und etwas einfach nicht schaffst. Er sieht, wenn du traurig bist, weil dich jemand nicht ernst genommen hat oder dich ausgelacht hat. Er sieht, wenn dir etwas einfach zu viel ist und du nicht weißt, was machen. Er lässt dich nie alleine. Sondern er hilft dir, dass es dir besser geht. Auch wenn du gar nicht merkst, dass er etwas macht. Aber du darfst das fest glauben. Jesus ist dein Tröster, dein Beruhiger, dein Helfer und dein Freund. Das habe ich schon so oft erlebt. Letzte Woche war ich ein paar Tage hintereinander zu Hause. Ich habe es so langweilig gefunden. Ich habe einfach nicht mehr gewusst, was ich machen soll. Dann bin ich eine Runde spazieren und habe mit Gott geredet. Und plötzlich, wie aus dem Nichts, hatte ich mega viele Ideen, was ich machen könnte. So cool! Das war sicher Gott, der dir die Ideen gegeben hat. Jesus ist der barmherzige Samariter, der Beste von allen, der nie wegschaut, sondern immer zu uns hinschaut und uns hilft. Okay,
Also, der barmherzige Samariter hat dem armen Verletzten geholfen, wie auch Jesus uns hilft. Aber vorher hat es doch noch zwei Männer gehabt. Was ist denn mit denen? Voll. Also zuerst ist ein jüdischer Priester vorbeigekommen. Und als zweites ein Levit, als einer, der im Tempel gearbeitet hat. Das sind beides Leute, wo man sagen kann, sie waren eigentlich gute Menschen. Mhm. Es waren keine Verbrecher, sondern es waren angesehene Leute. Man hat sie respektiert, sie hatten einen guten Job, haben auch viel Sozialhilfe geleistet und haben das Wort Gottes sehr gut gekannt. Krass! Hä? Sogar die besten Menschen sind manchmal einfach nur weiss. Mhm. Ja, und wenn ich ehrlich bin, habe ich auch schon oft weggeschaut und nicht geholfen. Mhm. Zum Beispiel, als ich gesehen habe, wie traurig meine Schwester ist. Dann habe ich eigentlich gewusst, hey, ich sollte doch eigentlich zu ihr gehen. Vielleicht mit ihr ein bisschen schwätzen. Aber ich wollte unbedingt mein Spiel fertig spielen, also bin ich nicht zu ihr gegangen. Hey, so schnell findet mir eine Ausrede. Am Priester und am Levit ist es sicher auch so gegangen. Sie haben vielleicht Angst gehabt, dass die Räuber zurückkommen. Ja. Und sie auch verschlönt. Oder sie haben einen wichtigen Termin gehabt und müssen pressieren. Ist dir das auch schon mal passiert? Dass jemandem nicht geholfen hast und weggeschaut hast? Was waren deine Ausreden? Keine Zeit. Keine Lust. Er übertreibt sowieso nur. Er kann es sicher selber. Was soll ich helfen? Sie sagen eh nein. Ich bin immer sowieso keine grosse Hilfe. Ja, mein Problem ist, dass ich oft mit mir selber beschäftigt bin, wenn ich im Stress bin. Und dann nehme ich mir keine Zeit mehr, um zu schauen, wie es denen neben mir geht. Also stimmt, wir sind gar nicht besser wie der Priester und der Levit. Aber Jesus weiss das, dass wir Menschen Fehler machen. Er weiss, dass wir eigentlich eher wie der Priester und der Levit sind. Trotzdem gibt er uns einen Auftrag. Das können wir jetzt gerade zusammen lesen. Ich kann eure Bibel aufschlagen bei Lukas 10, 36 bis 37. Wenn du etwas länger brauchst zum Suchen, kannst du auch auf Pause klicken. Und dann hast du Zeit zum Suchen. Wer von den dreien war nun deiner Meinung nach der Nächste für den Mann, der von Räuber überfallen wurde? Fragte Jesus. Der Mann erwiderte, der, der Mitleid hatte und ihm half. Jesus antwortete, ja, nun geh und mach es genauso. Ja, ich will das machen. Voll, ich auch. Wie sieht es bei euch aus? Möchtest du auch mitmachen? Und mit den Leuten um uns herum mitfühlen und ihnen helfen? So cool. Für die, die jetzt Ja denkt oder Ja gesagt haben. Falls du nicht Ja gesagt hast, ist das gar nicht so schlimm. Kannst dich ja diese Woche ein bisschen mit dem beschäftigen und darüber nachdenken. Also wie kann ich jetzt das genau machen? Du musst eben lernen, hinschauen. Okay, also ich glaube, sie haben das mit dieser Brille langsam gecheckt. Okay, ist gut. Ich finde sie aber eigentlich schon mega cool. Mhm. Also, wir müssen richtig hinschauen und nicht wegschauen. Schau die Menschen um dich herum an. Deine Familie, deine Geschwister, deine Eltern. Aber eben richtig schauen. Nämlich so, dass du dann keine Ausrede bringst, wieso nicht helfen sollst. Barmherzig sein ist eben nicht primär ein Gefühl, es ist eine Tat. Also nur weil du keine Lust hast oder das Problem nicht verstehst, heisst das nicht, dass du nicht helfen sollst. Schau aber auch richtig hin. Wie sieht Ihr Gesichtsausdruck aus? Fröhlich? Traurig? Angespannt? Und überleg dir, was braucht sie jetzt gerade? Das müssen auch gar nicht grosse Taten sein. Es kann einfach nur sein, dass du zu jemandem her sitzt und den Arm um die Schulter legst. Oder dass dein Bruder etwas fragst, um ihn auf andere Gedanken zu bringen. Oder mit ihm ein Spiel machst. Oder wenn du siehst, dass deine Eltern im Stress sind, kannst du ihnen anbieten, etwas zu helfen. Kannst sie fragen, was du machen könntest. Und das sind kleine Sachen, können aber vieles bewirken. Was fällt dir am schwersten? Du darfst dir für diese Woche etwas vornehmen. Entweder die Ausrede abstellen oder versuchen, dich in andere hineinzuversetzen, auch wenn du es nicht verstehst.
oder mal andere ganz genau anzuschauen und zu überlegen, was sie brauchen. Hol doch schnell ein Blatt Papier und schreib dir auf, was du dir für diese Woche möchtest vornehmen. Hm. Machen wir doch mal zusammen ein Popcorn-Gebet. Mhm. Wer von euch kennt das? Ich kenne es. Ihr dürft dann nämlich auch mitbeten. Jeder sagt einen Satz und am Schluss sagen wir zusammen Amen. Lieber Jesus, hilf mir, in dieser Woche das Problem von meinem besten Freund ernst zu nehmen. Jesus, bitte hilf mir, dass ich genau anschaue und sehe, wenn es jemandem nicht gut geht. Danke, Jesus, dass du meine Gefühle immer ernst nimmst und mir hilfst. Und danke, Jesus, bist du auch in dieser nächsten Woche mit uns. Amen. Wow, jetzt ist die Zeit schon wieder rumgegangen. Zum Schluss zeigen wir euch ein Bild. Und bei diesem Bild müsst ihr eben ganz genau hinschauen, und herausfinden, wie viele Fehler das die Fälschung hat. Ihr dürft am Schluss von diesem Video nochmal zurückspulen, gerade zu diesem Bild. Und dann ganz genau schauen. Und wenn ihr die Anzahl Fehler herausfindet, könnt ihr uns das schreiben. Da unten sind unsere Adressen. Wir hören dann eine Person auslosen, die es geschafft hat, die Anzahl Fehler zu finden. Mhm. Und diese Person bekommt dann einen Preis. Hey, mega cool! Yes. Wir wünschen euch mega viel Spass bei dem. Und jetzt wünschen wir euch Gottes Segen und bis zum nächsten Mal. Und vergesst nicht, richtig hinschauen.